Ich habe die liebe Marion heute bei mir. Und dann habe ich dich bei YouTube gefunden, das war echt cool und dachte mir, oh, die ist sehr sympathisch, da gucke ich doch mal, was es da so in Nordzypern an Immobilien gibt. Wir hatten gestern eine Wahnsinns-Immobilientour mit Mountainbike. Ja. In der Mitte vom zweiten Tag, ne? Oder am Ende fast vom zweiten Tag. Ja, wirklich. Also, man erst will gar nicht. Cheers, liebe Cheers, genau. Schön, dass du bei mir bist. Auf eine Schön, dass du schon zwei Tage durchgehalten hast auf der Tour. Ich habe alles getan, habe meinen Körper geopfert und gegeben. Grandios. So, Cheers, ihr Lieben. Ich habe die liebe Marion heute bei mir. Nicht nur heute, gestern auch schon. wir halten es schon zwei Tage miteinander aus. Yeah. Und Marion. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf Nordzypern gekommen? Wie kommt es, dass du jetzt hier bei mir bist? Ja, genau. Also an sich wollte ich ja ursprünglich mal erst nach Südzypern. So wie ich auch. Wie genau, da sind unsere vielen Gemeinsamkeiten. Ja. Und mit Zypern habe ich mich schon 10 Jahre tatsächlich beschäftigt. Und glücklicherweise hat das damals mit Südzypern nicht geklappt. Und dann habe ich dich bei YouTube gefunden, das war echt cool und dachte mir, oh, die ist sehr sympathisch, da gucke ich doch mal, was es da so in Nordzypern an Immobilien gibt. Ja, warum Nordzypern und warum überhaupt Zypern? Ich sag mal, erstens mal 360 Sonnentage, das jetzt, spricht ne? Es für ist sich. März und ich sitze hier im T-Shirt, ja. Du eigentlich auch, aber wir haben gesagt, die Jacke ist ein schöner Farbkontrast, zieh sie mal an. Genau. Und also ich bin genauso sportgeistert wie du und du kannst hier wirklich Mountainbiken, du kannst joggen gehen. Ja, apropos Mountainbike, wir hatten gestern eine Wahnsinns-Immobilientour mit Mountainbike. Wir blenden das auch gleich nochmal ein. Also es kam ganz zufällig. Marion war ja schon hier und ich habe gesagt, sag mal, du fährst doch auch gerne Fahrrad und du läufst doch auch so gerne. Wollen wir nicht ein bisschen die Natur mit erkunden? Weil ich denke ja immer, weißt du, wenn du überlegst, hierher zu ziehen, bei Marion ist es tatsächlich eine Überlegung, ob sie auswandert, dann ist es ja nicht nur wichtig, die Sachen mal kurz zu sehen, sondern auch zu fühlen. Und ich finde immer, man fühlt es ganz anders, wenn man wirklich die Dinge macht, die man später, wenn man hier lebt, auch machen würde. Ne? Absolut. So wie in deinem Fall eben zum Beispiel Fahrradfahren. Fahrradfahren, aber gestern eine Megatour mit Und das Fahrrad war eine gemacht. Megatour, muss ich sagen, wirklich. Also angefangen auch Begleitung von der Drohne war auch, also man lernt hier auch ganz viel. Ja, Marion kauft sich jetzt meine Drohne. Jawohl. Sie weiß jetzt auch schon, wie sie mega. Funktioniert. Mega, also ich brauche auch keinen Drohnenkurs mehr machen. Hat sich alles mit ergeben. Also es war eine Megatour, muss ich sagen. Du hast mit dem Fahrrad einfach auch ein Feeling bekommen. Es ist tatsächlich für mich ja das erste Mal richtig im nordzypriotischen Teil. Ja, also ich war nur in Nikosia und das ist ja nicht wirklich nur Nordzypern. Ne? Also da muss man ein bisschen mehr sehen. Und der Entschluss und vor allem, wir haben ja auch viele Immobilien gesehen. Ne? Man denkt dann so, ja, die sind nur Fahrrad gefahren, aber wir haben, glaube ich, gestern 10 Objekte angeschaut auf Wahnsinn. Dem Weg. Ja. Und da kriegst du halt einfach ein anderes Gefühl nochmal für die Natur, für die Umgebung. Genau. Im Auto geht halt alles ein bisschen schneller an einem vorbei. Mit dem Fahrrad guckst du ein bisschen genauer. Ja. Für mich war das deutlich besser, also ein Gefühl zu kriegen, okay, wie kann ich mir mein Leben auch hier vorstellen? Ja. Weil schlussendlich werde ich ja hierher auswandern und hier leben. Ja. Ich investiere nicht irgendwie für Vermietung oder so, sondern ich möchte hier leben und möchte mich jeden Tag wohlfühlen und jeden Tag zu mir selber sagen, das war eine geile Entscheidung. Check, check. Am zweiten Tag waren wir dann tatsächlich mit dem Auto unterwegs und haben uns noch mehr mögliche Immobilien für die liebe Marion angeschaut. Und zwar das komplette Spektrum von Off-Plan-Projekten über fertiggestellte Immobilien und natürlich auch welche, die gerade im Bau sind. Ganz wichtig natürlich auch immer der Location-Check. Wie ist der Strand? Wo sind die Berge? Wo ist der nächste Supermarkt? Sidewalk straight, the floor, windows closed, but there's a door, that's how it
Und für Marion immer ganz besonders wichtig, der Meerblick. Zwischendurch sind wir noch ein bisschen Offroad gefahren, mal mein Jeep austesten. Und wir hatten auf jeden Fall einen mega lustigen und tollen Tag. Wir haben ja gestern so festgestellt, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja. Wir sind beide Delfine, haben wir festgestellt. Ne? Das kannst du jetzt besser erklären als ich. Ja. Erzähl doch mal, was ist ein Delfin? Ja, es gibt ja so diese Menschentypen und man kann die also auch in Tiere einkategorisieren. Und es gibt da Delfine. Und Delfine stehen schon fürs Bespaßen, die brauchen Action, Events. Also wir sind Expertinnen in Lebensfreude, so würde ich mal so aus. Sagen. Nicht absolut. Nur Expertinnen in Immobilien in meinem Fall oder in deinem Fall. Erzähl doch mal ein bisschen, was du so machst sonst, wenn du nicht gerade als Delfin durch die Gegend Wenn ich nicht gerade hier da bin bei einem anderen Delfin und mich bespaßen lasse, dann bespaße ich die anderen Menschen als Keynote-Speaker auf den Bühnen dieser Welt. Und beschäftige mich und meine Klienten beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung und mutiger durchs Leben zu gehen, einfach Entscheidungen schnell zu treffen und einfach, ja, wie auch jetzt, ne, mutig zu sagen, ich wandere aus. Ja. Ja? Einfach diese Entscheidung und ich bringe diesen Menschen auch bei, wie sie solche Entscheidungen einfacher treffen können. Ja, sehr cool. Und schlussendlich, glaube ich, ist das Ziel von den meisten Menschen, oder sollte es sein, meiner Meinung nach, glücklich zu sein. Das ist das Wichtigste im Leben, ne? Das habe ich mir auch gesagt. Also ich habe mir ja die Auswanderung zum 50. geschenkt. Wir sind ja so ähnliches Alter. Ja. Also ich sag mal so, in der zweiten Lebenshälfte gerade so angekommen. Wir haben ja noch viel vor uns, ne? Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um es sich noch mal schöner zu machen, habe ich mir gedacht. Absolut. Denkst du dir ja auch, ne? Absolut. Und es gibt ja keine Grenzen, gerade heutzutage. Du kannst Gott sei Dank auch viel remote arbeiten. Genau so. Und was ich ja auch sehr spannend finde, du möchtest ja hier auch Seminare halten und Speaking-Events veranstalten und so. Und ja, hast du das Gefühl, Nordzypern könnte dafür der richtige Ort sein? Absolut. Absolut. Toll. Ich habe dir ja schon erzählt, ein Bekannter beschäftigt sich mit Human Design und meine Arbeitslinie läuft durch Nordzypern. Und das ist auch so cool. Also sie hat mir gestern ja viel erzählt, beim Fahrradfahren kommt man ja sehr intensiv ins Gespräch. Ne? Ja. Und hast ja erst erzählt, erst dachtest du Südzypern. Ja, genau. Festgestellt, oh Moment, die Linie läuft ja durch den Norden. Auch sehr geil. Ja. Und fühlst du das auch jetzt, wo du im Norden bist? Cool. Also man fühlt wirklich diese Energie, was ich auch fühle. Und ich meine, ich bin ja wirklich jetzt gerade mal, ich glaube, das ist der zweite Tag, den ich richtig hier erlebe, so mit dir auch und Zypern. Diese Menschen, das Umfeld, das ist ein positives Umfeld, das nach vorne geht, das was bewegen will, das einfach open-minded ist. Ja? Also hier treffen sich Menschen, die das gleiche Ziel haben. Ja. Also ich will mal behaupten, ich habe zum Glück noch keine Nörgler getroffen. Und wenn es die gibt, dann gibt es nur wenige von denen und die kreuzen nicht meinen Weg. Das Nörgeln hält dann irgendwann, hört irgendwann auf, wenn du hier bist, wenn du die Sonne jeden Tag hast, das Meer, den Pool und nette Menschen um dich herum. Absolut. Ja. Und ich meine, du kannst hier alles haben. Und es ist, glaube ich, das Schwierigste wird, eine Entscheidung zu fällen. Ja, zu sagen, will ich in die Berge, an die Berge, Berge und Meer? Will ich es ruhiger haben? Will ich näher an die Stadt? Wo sind meine persönlichen Präferenzen und was ist für meinen Job wichtig? Und ja, also das war ja auch spannend heute bei der Tour zum Beispiel. Also wir haben eine sehr große Tour geplant gemeinsam im Vorfeld schon. Wir hatten auch Zoom-Calls vorab und haben schon sehr intensiv selektiert. Und Marion hat aber gesagt, sie möchte einen möglichst großen Überblick. Deswegen haben wir viele Objekte rein. Haben wir gesagt, am ersten und zweiten Tag, wir fahren die mal relativ schnell ab, sodass du diesen Gesamtüberblick bekommst. Und siehe da, unterwegs haben wir noch mal andere Objekte gefunden, wo ich einfach gemerkt habe, sie tickt hier so und da so. Und es muss vielleicht gar nicht das Penthouse sein, wenn das Gartenapartment einen ähnlichen Blick hat und so weiter. Und jetzt haben wir einfach die Bandbreite noch mal erweitert von dem, was möglicherweise in Frage kommt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch wieder schon rausgeschmissen. Ne? Wo wir dann gesagt haben, okay. Also, es ist noch keine finale Entscheidung, aber du bist schon gut dabei, sag ich mal. Ja, aber es ging auch wirklich gut, sag ich mal. Ich meine, du hast schon gut voraus absortiert. Ich meine, ich war natürlich auch eine Kundin, die gesagt hat,
zack, 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 das ist mir wichtig. Also ja. Bei mir ist es Meerblick. Schlafzimmer mit Meerblick, ganz wichtig. Und anscheinend was übrigens sehr hilfreich ja, ist. Ne? Also genau. Auch für euch, ihr Lieben, ja. Wenn ihr auf Tour gehen wollt, ja. Es ist immer gut, wenn ihr möglichst viel von euch erzählt, genau. Wenn ich einfach viel weiß, ja. Was sind eure Interessen, was sind ja. Eure Vorlieben, wovon träumst du? Ne? Genau. Und Marion zum Beispiel träumt davon, aufzuwachen und aufs Meer zu schauen, was ich großartig ja. Finde. Und es gibt halt Objekte, die haben zwar das Wohnzimmer Richtung Meer, aber ja. Schlafzimmer nicht. Ne? Genau. So zum Beispiel. Genau so. Du hast hier traumhafte Objekte, wo du sagst, ja, Wohnzimmer, alles toll ausgerichtet, auch so die Aufteilung, tolle Rooftop-Terrasse, aber das Schlafzimmer hat keinen Meerblick. Ja. So, aber ich habe einen Pool. Ne? Und deswegen ist es wichtig, also erstmal vorab wirklich, Chris, dir die Informationen zu geben, zu sagen, das wünsche ich mir. Ja, ja, ich meine, alle Wünsche können nicht erfüllt werden, das wissen wir im Leben, aber du hast dann schon mal von mir einen großen Überblick bekommen, was ich mir wünsche. Ja, das war super. Und du hast ja auch wirklich gut ausgesucht. Und in der Tour habe ich gemerkt, okay, das ist mir eine zu große Anlage. Da werden zu viele Menschen sein oder es ist mir zu eng vom Raum. Ja. Also wir haben uns beide wirklich aneinander angetastet. Wir sind ein gutes Team. Ja, ja, und vor allem, ich meine, du bist auch sehr flexibel. Ja. Du hast dann unterwegs auch zwischendurch gesagt, ach, auf das könnte ich verzichten ja. Oder das Budget könnte eventuell ja. Doch noch ein bisschen ja. Anders. Oder, weißt du, das sind genau. So Dinge, das ist natürlich cool, das bringt jetzt auch nicht jeder mit, muss ja. Auch gar nicht. Ja. Aber wenn, ist natürlich toll, na dann klar. Hast du natürlich auch eine sehr, sehr große Auswahl. Natürlich. Ein bisschen was haben wir noch vor uns und absolut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob und wenn ja, welche Entscheidung fällt. Ja. Auf jeden Fall super, super cool, dass du hier bist. Ich freue mich natürlich immer wahnsinnig, wenn auch andere Menschen sich in Nordzypern verlieben. Ja. Bei dir habe ich fast das Gefühl, es könnte soweit kommen oder es hat schon ein bisschen angefangen. Glaube ich schon. Passiert. Das finde ich total klasse. Da freue ich mich ganz, ganz doll. Ja. Ja, und insofern, wir werden jetzt noch ein bisschen genießen. Ja. Erstmal unser Getränk. Mhm. Dann haben wir noch ein paar Bauprojekte vor ja. Uns. Und ansonsten genießen wir nachher noch den Sonnenuntergang. Wundervoll. Ihr Lieben, liebste Grüße hier aus dem Beachclub in Essentepe. Wenn ihr wollt, meldet euch, wenn ihr auch mit mir auf Tour gehen wollt. Und wenn ihr vielleicht auch Marion treffen wollt. Demnächst lebt sie wahrscheinlich auch jawohl. Hier. Dann kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ansonsten lasst es euch gut gehen und bis bald. Cheers nochmal, meine Lieben. Ciao. Ciao.